Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Stier oder der, die du hier auf einen Stier schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat September bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, habe ich beschlossen, die weiblichen Karten stehen für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts ihr seid. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Gegenüber weitergeht. Gut, dann haben wir das Vorgeplänkel erledigt und wir schauen in deine erste Karte im Monat September. Dann haben wir hier den König der Kelche. Das kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Also hier ist jemand in deinem Feld, der dir einen gefüllten Kelch reichen möchte. Ne? Auf diesem Kelch ist auch ein Stern drauf. Das steht für mich dafür, dass dieser Mensch seine Gefühle geklärt hat, für sich selber, für dich, für eure Verbindung, dass dieser Mensch seine Gefühle geheilt hat. Ne? Vielleicht gab es hier noch einige Ängste, einige traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit zu heilen und anzuschauen. Das hat dieser Mensch getan, ne, und hält jetzt hier die Hände auf und erwartet diesen gefüllten Kelch und setzt sich hier auch imaginär die Krone auf. Ne, also dieser Mensch hält seinen Kelch in den Händen, da ist Selbstwert und Selbstliebe drin und ist dazu auch bereit, diesen Kelch dir zu reichen, um mit dir, mit deinem Kelch anzustoßen. Also hier ist jetzt jemand sehr liebevoll unterwegs in deinem Feld, sehr wohlwollend unterwegs, sehr empathisch unterwegs. Ja, also hier gibt es jemand, der Gefühle für dich hat. Und dann habe ich hier die Welt. Bei der Welt geht es darum, einen alten Zyklus abzuschließen und gleichzeitig einen neuen Zyklus zu beginnen. Die Welt ist die letzte große Arkana und man beginnt mit dem Narren wieder eine neue Reise, einen neuen Lebensabschnitt. Und dich sehe ich hier auf dieser Welt ganz oben stehen. Du hast diesen Lebenszyklus gemeistert. Du hast diesen Lebenszyklus abgeschlossen und hier unten jubeln dir ganz, ganz viele Menschen zu. Na, also du bist hier jetzt Feuer und Flamme für einen neuen Lebenszyklus. Kann auch für eine Reise stehen. Ne? Wir haben hier die Weltkarte, ne? Für eine Weltreise stehen, dass du die jetzt entweder abgeschlossen hast und sich jetzt hier ganz viele freuen, dass du wieder da bist, oder dass du jetzt eine Weltreise beginnst. Das kann natürlich auch eine innere Reise sein. Ne? Das kann eine schamanische Reise sein, das kann eine Heilreise sein, das kann eine hypnotische Reise sein. Ne? Kannst du entweder abgeschlossen haben oder kannst diese erst beginnen. Die Welt kann auch für einen Umzug stehen. Ja, dass du dich vielleicht damit beschäftigst, woanders hinzuziehen oder bist woanders hingezogen. Und also hier jubeln dir viele zu, dass du das gemeistert hast. Du bist auch der Mittelpunkt in deiner Welt, der Mittelpunkt in deinem Leben und du rockst hier auch dein Leben und deine Lebensreise. Ne? Also du meisterst das hier und du stehst auf dieser Weltkugel. Du stehst auch mit beiden Beinen auf dem Boden, auf der Erde. Ja, du bist sehr geerdet. Und dann habe ich hier die zwei der Kelche. Das ist so die Seelenpartnerkarte im Deck neben den sechs der Kelchen. Und hier geht eine Mu Muschel auf. Ne? Hier ist eine große Perle drin. Hier öffnet sich wieder etwas für dich.
Na, die zweite Kelche, das ist so die Begegnung in Liebe, die Begegnung auf Augenhöhe. Allerdings habe ich hier jemand, die von oben diesen Kelch füllt und jemand hält den Kelch hin und lässt sich diesen Kelch füllen. Es wäre aber die Aufgabe, den Kelch für sich selber zu füllen mit Selbstwert und Selbstliebe, dass den Kelch niemand anders füllen darf. Du darfst hier schauen, dass das im Ausgleich ist, dass das in der Balance ist, dass das Geben und Nehmen im Fluss ist, dass du die Liebe, die du reingibst, auch rausbekommst. Ja, und dass jeder seinen gefüllten Kelch hat. Hier geht etwas in die Öffnung, hier geht vielleicht auch etwas in die Öffentlichkeit. Ja, vielleicht war das so ein bisschen geheim auch, diese Liebe, und die wird sich jetzt öffnen. Und diese Perle wird sich jetzt zeigen in eurer Verbindung. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, du darfst in deiner Welt, so wie sie gerade ist, die Liebe auch integrieren. Ne? Weil du stehst hier oben alleine auf deiner Welt. Hier unten sind ganz, ganz viele Menschen, die dir zujubeln, die auch Teil deiner Welt sein möchten. Also du darfst ja auch die Liebe in dein Feld, in dein Leben integrieren. Ne? Weil der König der Kelche, der schaut hier weg. Und das ist auch so ein bisschen, hier ist jemand für sich allein und hier ist jemand für sich allein in seiner Muschel. Na, vielleicht ist es jetzt Zeit, sich für die Liebe zu öffnen. Die Liebe möchte integriert werden in dein Leben, in deine Welt, und möchte sich, ja, möchte sich öffnen. Du hast vielleicht auch im Herzen und in der Seele den Wunsch, dich für die Liebe zu öffnen. Also hier geschieht auch eine Öffnung, ne? Das wird Teil deiner Welt werden, das wird Teil deines Lebens werden. Du bist von Liebe umgeben und darfst es jetzt annehmen, ne? Du musst hier oben nicht alleine stehen, ne? Und die anderen hier unten. Das ist ja wie, als wärst du hier am Nordpol und die anderen sind am Südpol, ne? Also du darfst das integrieren, du darfst dich hier mit Menschen umgeben, die dir wohlgesonnen sind, mit denen du auf der gleichen Wellenlänge schwingst, und du darfst dich ja auch mit Liebe umgeben. Na, es wird jetzt Zeit dafür, einen neuen Zyklus einzuschlagen, wo die Liebe eine Rolle spielt in deinem Leben. Und es wird geschehen, ne? Der neue Zyklus geht über in den Nachen und dann geht eine neue liebevolle Reise für dich los, ein liebevoller Zyklus für dich los. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier die 10 der Kelche. Also dieser Mensch sieht dich ja auch so, ne, auf deiner Kugel stehen. Ne, hier hältst du ja auch was hoch. Das kann auch dieser Kelch sein. Sieht dich ja auch mit deinem gefüllten Kelch und wie viele Menschen hier auf der anderen Seite stehen und dir den Kelch reichen möchten. Also dieser Mensch weiß auch, dass du sehr begehrt bist, dass du hier mehrere Möglichkeiten hast. Und dieser Mensch wünscht sich auch, dass du seinen Kelch integrierst und dass ihr die 10 der Kelche leben könnt. Die Überfülle in Sachen Liebe, die Wunscherfüllung in Sachen Liebe, ne, der Überfluss, dass die Gefühle hier überfließen, dass ihr dieses Feuerwerk der Liebe, der Leidenschaft, der Gefühle, der Intimität, der Geborgenheit miteinander leben könnt. Und dann habe ich hier die 4 der Stäbe. Jemand möchte mit dir in Gemeinschaft gehen. Jemand möchte mit dir das Leben teilen. Möchte mit dir vielleicht in eine eheähnliche Verbindung stehen, weil die 4 der Stäbe stehen auch für eine Hochzeit oder für eine Hochzeit. Das kann auch, hier kann auch eine Familie gründen angezeigt sein oder Zusammenziehen angezeigt sein. Ne? Das mit dem Zusammenziehen habe ich ja schon bei der Welt gesagt. Hier möchte jemand Teil deines Lebens sein und dich halten dürfen, wenn es dir mal nicht gut geht. Oder auch wenn es dir gut geht, ne? Dich einfach in den Arm nehmen. Hier möchte dich jemand halten dürfen. Und auf diesen Menschen, da ist auch Vertrauen da. Ne? Vielleicht fehlt es dir ja auch ein bisschen an Vertrauen, dich da Liebe hinzugeben, dich da Liebe zu öffnen. Und ja, also dieser Mensch ist bereit dazu, hier Stabilität und Sicherheit zu bieten, Verlässlichkeit zu bieten. Hier möchte dich jemand halten dürfen, dich auch vor Schlechtem beschützen dürfen. Und dann habe ich hier den Magier, steht auch für Neuanfang, für Neubeginn, für Meisterschaft. Jemand möchte mit dir diesen Neubeginn meistern, weil jemand weiß, es ist alles da. Es ist mit den Münzen die Stabilität und
es ist mit den Kelchen sind genug Gefühle da, mit den Stäben ist hier genug Leidenschaft und Kreativität da und mit den Schwertern ist ja auch eine gute Kommunikation zwischen euch da. Also es ist alles da, es ist alles möglich und es wird endlich Zeit, diesen Hut hier abzunehmen, dass ihr seht, was hier Schönes drunter liegt, ne? Und das könnte diese Perle sein, das könnte eure Verbindung sein. Ne, hier darf man auch das Geheimnis lüften. Also ich kriege hier immer mehr rein, diese Liebe war vielleicht ein bisschen versteckt, war vielleicht ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand und die geht jetzt in die Öffnung. Hier darf etwas gelüftet werden. Und dann habe ich hier noch die 10 der Münzen. Ne? Also das komplette Paket in Sachen Liebe da. Es ist Zeit da, da ist Liebe da, da ist innere und äußere Fülle da, Stabilität und Sicherheit, Verlässlichkeit. Ne? Und das zaubert hier auch jemand herbei aus diesem Sack. Ne? Das ist was, was man lange verschlossen gehalten hat, was man lange geheim gehalten hat. Und hier hinterm Vorgang schauen auch schon andere Menschen, weil man das vielleicht gar nicht so gewöhnt ist von euch, von diesem Menschen, von dir. Ne? Also es geht jetzt in eine ganz, ganz neue, liebevolle Phase. Hier öffnet sich was. Ihr öffnet euch hier für die Liebe, für eure Verbindung. Und es ist eine sehr, sehr schöne, wohlwollende Energie. Und ihr habt das vielleicht lange hinter einem Vorhang versteckt gehalten. Also ich kriege immer mehr rein. Hier geht etwas in die Öffnung. Hier geht etwas in. Hier wird etwas gelüftet. Hier wird ein Geheimnis gelüftet. Ne, wie man zueinander steht. Und hier ist eine ganz, ganz große Liebe angezeigt. So, dann schauen wir mal in eure Zusatzkarten. Und dann habe ich hier die 3 der Stäbe. Also, man begibt sich jetzt dorthin, wo man hin möchte. Die 3 der Stäbe ist die positive Zukunftsaussicht, wo man weiß, was man möchte und auch weiß, wie man das einfordert. Und man ist hier schnell unterwegs. Ja, man verlässt hier dieses Kämpferische und man macht sich hier jetzt auf dorthin, wo man hin möchte, in eine positive Zukunft, in eine liebevolle Zukunft. Und man ist ja auch schnell unterwegs, wie so eine fliegende Untertasse oder wie so ein fliegender Teppich. Ja, macht man sich hier auf den Weg, sich das zu holen, was man möchte. Eine liebevolle Zukunft. Und dann habe ich hier den Page der Münzen. Das kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Hier macht sich schon jemand bereit, hier macht sich schon jemand zurecht, um in diesen neuen Zyklus einzutauchen, um in die Öffentlichkeit zu gehen mit dir. Hier macht sich jemand schick. Hier hat jemand auch schon die Bekleidung rausgelegt, die man dann tragen möchte. Hier macht sich vielleicht jemand die Haare, hier pudert sich jemand noch ein bisschen ab. Und hier macht sich jemand schick für dich, um mit dir in die Stabilität und Sicherheit zu gehen, um mit dir in die Verlässlichkeit zu gehen, um mit dir in die Öffnung dieser Verbindung zu gehen. Hier geht eine Liebe an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich hier die 2 der Schwerter. Du könntest vielleicht hier noch zwischen diesen zwei Welten schweben, ne? Noch in diesem alten Zyklus, wo der Übergang zu diesem neuen Zyklus angezeigt wird. Wo du hier noch ein bisschen am alten gebunden bist, aber auch schon im neuen gebunden bist. Die 2 der Schwerter, das ist so die Karte der Entscheidung. Bleibe ich hier in diesem alten Zyklus, ne? Wo meine Welt war, wo ich alleine Herrscher über meine Welt war. Aber wo du dich auch ein bisschen einsam fühlst oder gefühlt hast. Ne? Das darfst du jetzt loslassen und den Schritt hier in diese neue Welt tun. Also es steht gerade vor dieser Entscheidung, hier in die Öffnung dieser Verbindung zu gehen, dass sich diese Liebe öffentlich zeigen kann. Ne? Das ist eine Entscheidung, die hier getroffen wird. Ne? Von dir. Na, das sehe ich hier. Na, und hier zeigt das Schwert nach hinten und hier zeigt das Schwert in die Höhe. Du schaust aber auch in den neuen Zyklus, in die neue Welt. Na, du richtest hier keinen Blick zurück. Und hier unterstützt dich vielleicht auch von oben jemand. Na, das könnte auch der Mond sein, wo du nochmal auf die tiefen Gefühle schaust, auf das tiefe Eintauchen schaust. Hier habe ich auch Sterne, die dir Klarheit, Heilung und Wunscherfüllung bringen, ne? Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Du wirst dich für diese Liebe, für die Öffnung
dieser Liebe, dieser Verbindung entscheiden. Dann schauen wir mal in eure Zusatzkarten. Da wollten diesmal drei raus und da habe ich hier Connection, also die Verbindung. Also euch verbindet hier auch ganz, ganz viel. Euch verbindet hier vielleicht auch ein ganz besonderes Lied, eine ganz besondere Melodie, die euch zum Tanzen bringt, wo ihr auch wieder eine schöne Zeit gemeinsam habt. Ne? Also ihr verbringt vielleicht auch hier einen Urlaub zusammen. Das wird euch wieder zusammenschweißen. Da begegnet euch vielleicht auch dieses Lied, diese Melodie. Hier habe ich einen Brief liegen mit einem Herz drauf. Das kann ein Liebesbrief sein. Das kann eine Liebeserklärung sein. Man hat ja auch Meer, man hat ja auch einen Sonnenuntergang. Vielleicht macht ihr auch eine gemeinsame Reise zusammen. Ne? Das ist die Welt hier, dieser Zyklus, wo man dir diese Liebe offenbart, wo man dir diese Liebe auch schenken möchte. Und hier feiert ihr miteinander, ihr lacht hier miteinander, ihr genießt das Leben miteinander, ihr seid miteinander verbunden. Und dann habe ich hier die Kreativität. Also es könnte jemand wirklich sehr, sehr kreativ sein und dir hier sagen, ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Ich möchte mit dir hier in diesen neuen Zyklus gehen. Ich möchte mit dir durch diese Tür gehen, dass wir unsere Verbindung auch der Öffentlichkeit zeigen, dass wir unsere Verbindung öffentlich machen. Und für euch ist ja alles da, ne? Also ihr könnt euch durch diese Tür bewegen in die neue Welt. Da wartet dann hier ein Regenbogen auf euch. Ihr könnt euch in diesen Ballon setzen. Dann geht es hier in Richtung dieser wundervollen Spirale, wo ganz viele Herzen sind, wo ganz viele Schmetterlinge sind, wo ganz viele Tauben sind. Also es geht hier auch in den Frieden, in die Transformation, in die liebevolle Transformation dieser Verbindung. Und hier, einer von euch beiden bringt hier ganz viel Kreativität mit, um den anderen hier zu dieser Öffnung zu bewegen. Also ich denke eher, das ist dieser Mensch hier, weil du so ein bisschen noch überlegst, gehe ich hier in die Öffnung, gehe ich hier in diesen neuen Zyklus, aber es wird kommen, es wird geschehen. Und dann habe ich hier den glücklichen Zufall. Also jemand fährt hier mit seinem Boot noch in einer kargen Landschaft und sieht hier noch gar nicht, was hinter der nächsten Ecke wartet. Hier wartet nämlich was Wunderschönes. Ne? Hier habe ich einen Hirsch mit der Herzheilung. Hier habe ich einen Schutzengel. Hier habe ich die Sonne, Wärme, Geborgenheit, Erfolg, Liebe. Hier habe ich eine Sternschnuppe, Wunscherfüllung, Klarheit, Heilung. Also hier geht's in eine ganz neue Welt. Hier geht's in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Hier geht's in einen ganz neuen Zyklus. Und das wird wie so ein glücklicher Zufall sein. Das wird wie so was Beglückendes sein, was im Leben stattfindet. Und das kann auf einer Reise stattfinden. Hier überrascht dich vielleicht auch jemand mit einem Picknick am Strand bei einem Sonnenuntergang, wo ihr gemeinsam tanzt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Energie, die euch hier begleitet. Und dann habe ich Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Also ihr seid wie Yin und Yang, das ist der Topf zu deinem Deckel. Ne? Ihr bietet euch auch diesen Halt. Ihr bietet euch auch diese Balance. Ne? Das Geben und Nehmen sollte hier im Fluss sein. Und da seid ihr auch dran bemüht. Ne? Und diesen Halt habe ich ja hier. Hier möchte dir jemand Halt geben. Ne? Hier möchte jemand, dass du auch mit in diese Öffnung gehst, in diesen neuen liebevollen Zyklus gehst und ja, dass ihr gemeinsam eure Verbindung in der Öffentlichkeit lebst. Also ich kriege hier immer wieder Öffnung rein. Herzöffnung, dass eure Verbindung öffentlich gemacht wird, dass ihr in die Öffentlichkeit geht. So eine Geschichte kriege ich hier rein. Oder dass ihr auch mal nach außen eure Liebe präsentiert, auch wenn die Liebe hier schon euch ein paar Jahre begleitet, ne? Das kann es auch sein. Nochmal so ein ganz neuer Frühling kommt hier rein. Ihr beendet hier diesen alten Zyklus, wo ihr immer allein wart, auch wenn ihr zu zweit wart. Und es geht hier nochmal in den ganz, ganz neuen, liebevollen Zyklus. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Wer macht denn hier diesen kreativen Schritt? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu?
Wann wird denn das ungefähr passieren und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.